Das Jahr 2016 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Das Jahr 2017 steht also vor der Tür und hat den ein oder anderen Film, auf den ich mich freue oder den ich zumindest interessant finde, im Gepäck. Welche Filme das sind, erfahrt ihr jetzt. No man can fully grasp how far and how fast we have come. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Ein Sci-Fi-Film mit Jack Gyllenhaal und Ryan Reynolds in den Hauptrollen? Das erste außerirdische Leben. Zunächst scheinbar klein und scheinbar harmlos. So einfach ist es aber leider nicht. Glaubt man nämlich dem Trailer, sind die Alienzellen der Crew von Reynolds und Gyllenhaal gegenüber nicht ganz so freundlich gestimmt. Die Story klingt erstmal nicht genial, aber hat durchaus Potenzial. Aber Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds zusammen in einem Film und dann noch im Weltraum, da kann ich einfach nicht nein sagen. We ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Auch irgendwie Sci-Fi, jedoch deutlich absurder kommt Ghost in the Shell um die Ecke. Basierend auf diversen Iterationen und Interpretationen einer Manga-Vorlage, die dann zum verschiedenen Animes wurde, kommt dazu jetzt ein Film mit Scarlett Johansson. Die ersten Bilder sehen schon ziemlich cool aus und dem stimmen wohl auch viele Fans der Vorlagen zu. Bei Filmen, die auf Animes basieren, bin ich zwar immer skeptisch, aber hier bin ich auf jeden Fall weiter gespannt. Auch gespannt sein darf man wohl auf den neuen Film von Luc Besson, dem Macher von Filmen wie Das fünfte Element. Valerian in the City of a Thousand Planets schlägt dabei in eine ganz ähnliche Kerbe und der erste Trailer sieht bisher auch wieder richtig gut aus. Auf der Comic-Con sollen für einige wenige Zuschauer auch bereits erste Szenen gezeigt worden sein. Eben diese Zuschauer dort waren wohl absolut begeistert. Ich bin zwar nicht der größte Fan von Das fünfte Element, aber hierauf freue ich mich trotzdem. Nicht ganz so sicher, ob ich mich freuen soll, war ich jedoch bei der Ankündigung von Blade Runner 2 oder besser gesagt Blade Runner 2049. Auch jetzt bin ich noch skeptisch. Solche Fortsetzungen haben in der Vergangenheit selten zu etwas Gutem geführt und besonders Blade Runner war so ein stilbildender und so einzigartiger Film, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie eine Fortsetzung den logischerweise hohen Erwartungen gerecht werden kann. Allerdings stehen die Zeichen nicht schlecht. Die ersten Artworks zum Film sehen schon mal nicht schlecht aus und viel wichtiger als das ist wohl die Wahl des Regisseurs. Mit Denis Villeneuve steht hinter Blade Runner 2049 ein Mann, der in jüngster Vergangenheit einen Superfilm nach dem anderen abgeliefert hat. Prisoners, Sicario und der aktuell von vielen hochgelobte Arrival lassen sich allesamt ihm zuschreiben. Man kann also durchaus hoffen, aber ob der zweite Teil solche Szenen schaffen kann, ist dennoch nicht ganz sicher. Ich bleibe weiter skeptisch. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Große Skepsis macht sich auch breit, wenn ich über Alien Covenant nachdenke. Erst war es Prometheus 2, dann Aliens Paradise Lost und jetzt schließlich Alien Covenant. Ridley Scott treibt weiter seine Spielchen mit dem Alien-Franchise oder zumindest wirkt es so. Alien Covenant soll laut ihm nämlich gar nicht so einen großen Bezug auf Prometheus nehmen und stattdessen soll eine gänzlich neue Crew auf die Rasse der Xenomorph treffen. Zusätzlich spielt Michael Fassbender noch eine seltsame Doppelrolle und die ersten Bilder sehen auch irgendwie schon wieder etwas suspekt aus. Gespannt bin ich irgendwie trotzdem, denn es ist Alien. Und vielleicht schaffen sie es ja trotzdem mal wieder an die alten Qualitäten der Reihe anzuschließen. Direkt an den Vorgänger anschließen wird wohl auch Star Wars Episode 8. Ja, was gibt es da wohl noch groß zu sagen? Es ist Star Wars. Mir hat The Force Awakens gut gefallen und ich werde mir wohl auch gehypt wie ein Kind Episode 8 anschauen. Besonders gehypt
bin ich jetzt auch schon wieder auf den neuen Film von Christopher Nolan, Dunkirk. In einer der Hauptrollen des Kriegsfilms wird wohl unter anderem auch Tom Hardy zu finden sein. Und ach, worüber rede ich eigentlich noch? Es ist Nolan, er macht einen Film über den Zweiten Weltkrieg und wenn wir Glück haben, ist Hans Zimmer wieder für den Soundtrack verantwortlich. Spätestens dann kann wirklich absolut nichts mehr schiefgehen. You can practically see it from here. What? Home. Ganz schön viel schief gehen kann allerdings beim neuen Film von M. Night Shyamalan, Split. Auf der einen Seite sieht der Trailer nämlich mehr als interessant und vielversprechend aus, auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, dass das bei Shyamalan nicht zwingend viel heißen muss. Meine Meinung zu Split ist also ganz schön gespalten. Okay, aber es fällt mir wirklich schwer, das Ganze aktuell einzuordnen. Jedoch sieht es zumindest sehr interessant aus und kommt auch bereits im Januar bei uns in die Kinos. Auch interessant finde ich den neuen Film mit dem guten alten Will Smith. Zu meinen liebsten Will Smith-Filmen gehört Sieben Leben und Das Streben nach Glück. Und Collateral Beauty scheint bisher in eine ganz ähnliche Richtung zu gehen. Eine persönliche und dramatische Geschichte mit Will Smith, der in den letzten Jahren für mich leider nicht ganz so geleuchtet hat, nachdem er Filme wie After Earth und dergleichen gemacht hat. Collateral Beauty könnte da mal wieder eine echt willkommene Abwechslung werden. Ebenfalls mehr als abwechslungsreich sieht der Trailer zu A Cure for Wellness aus. Eine Anstalt, in der scheinbar nicht alles ganz so einfach ist, wie man eventuell gerne hätte. Der Trailer zeigt wirklich unglaubliche Bilder, die sofort an Filme wie Shutter Island und Co. erinnern und vor allem Lust auf mehr machen. Hoffen wir mal, dass hinter den tollen Bildern auch ein toller Film steckt. Missed you, Mike. I missed you too, Spud. Cure's looking up old flames, wishing you'd done it all differently. Do you still take heroin? Ein mit Sicherheit toller Film wird hingegen die Fortsetzung von Trainspotting. Sein Vorgänger war die Geburtsstunde von Danny Boyle und eine Sternstunde für das englische Kino. Sieht man sich jetzt den Trailer zum zweiten Teil an, wird ganz schnell klar, dass da wahrscheinlich wieder etwas Großes auf uns wartet. Groß legt Disney aktuell auch seine CGI- bzw. Echtfilm-Remakes von ihren Klassikern an. Die nächste Nummer, die nun nach The Jungle Book folgt, ist The Beauty and the Beast. Und irgendwie muss ich tatsächlich sagen, der Trailer hat tatsächlich Lust auf mehr gemacht. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, ob Emma Watson die richtige Wahl für die Rolle von Belle ist, aber ich lasse mich gerne überraschen. Allerdings sahen die ersten Trailer so unglaublich magisch und fantasievoll aus, dass ich durchaus gespannt bin, ob der Film an den Klassiker aus meiner Kindheit ranreichen kann. Logan, what did you do? Charles, the world is not the same as it was. Nicht mehr lange zu reichen scheinen im Gegenzug allerdings die Selbstheilkräfte von Wolverine, aka Logan, aka Hugh Jackman. Auch wenn ich persönlich nicht der größte Fan von Superheldenfilmen bin, hat mich der Trailer von Logan dennoch sehr begeistert. Schön düster und sogar ein wenig depressiv fügt die etwas endzeitmäßige Welt. Die letzten Atemzüge des Mutanten sollen wohl sogar ähnlich wie Deadpool mit einem R-Rating erscheinen. Ich freue mich auf den schönen und hoffentlich recht erwachsenen Marvel-Film. Oh ja, und hoffentlich ist noch mehr Johnny Cash im Film. Bleiben wir zu guter Letzt noch im Bereich der Blockbuster, also dürfen wir nicht The War for the Planets of the Apes vergessen, der, wenn er auch nur ungefähr so gut ist wie seine beiden Vorgänger, durchaus wieder sehenswert sein sollte und vielleicht sogar einen Kreis mit der Geschichte der Klassiker schließt. Wer weiß. Des Weiteren kommen 2017 ja auch noch Filme wie Justice League, Wonder Woman und Thor Ragnarok. Aber ehrlich gesagt interessiere ich mich für die aktuell sehr wenig. Aber wer weiß, eventuell wird einer der DC-Filme ja sogar mal gut. Wäre ja schön. Des Weiteren setzt Hollywood seine schier endlose Reihe an Reboots und Remakes fort. King Kong und die Mumie werden mal wieder ausgepackt und The Rock spielt im neuen Jumanji und im neuen Baywatch die Hauptrolle. Das einzige, worauf ich abgesehen vom bereits erwähnten Beauty and the Beast dann aber tatsächlich gespannt bin, ist das Remake von Stephen Kings S. Das erste und einzige bisher erschienene Bild des Clowns Pennywise sieht auf jeden Fall schon mal recht düster aus. Und wer weiß, vielleicht sind die Horrorclowns auf den Straßen ja auch nur ein Riesenstreich der Marketingabteilung? Haha. Das waren jetzt einige Filme, die ich aus dem einen oder anderen Grund auf meiner Liste habe. Auf welche Filme freut ihr euch im nächsten Jahr und was haltet ihr von den von mir genannten Filmen? Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare und vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten. Das war's von mir, haut rein.